Okay, du machst jetzt Schaden. Damit wenigstens. Au. Wo ist Heilzauber? Magic Armor. Komm, ich weiß, du hast auch einen Heilzauber. Na gut, da muss. Oder war der bei Lichtmagie? Hier liegt Leid. Braucht zwar 40 Mana, aber. So. Okay. Wow. Mist. Kann ich das Vieh einfrieren? Ja, ich könnte es theoretisch einfrieren. Ich brauche wahrscheinlich mächtiger. Wo ich hier weitermache, ich habe doch noch einen anderen. Hab doch noch den Autosave vom blauen Kristall, bin ich blöd. Genau den nämlich. Mich würde mal interessieren. Oh, 15 mehr Energie. Das war jetzt praktisch. Jetzt tauntet mich das Viech. Okay, das macht leider keinen Schaden. Okay. Das war verklickt. Und wieder jemand gestorben. Ernsthaft, das. Also die Viecher sind scheiße stark. Die Viecher sind echt scheiße stark. Okay. So. Jetzt aber. Ah.
Okay. Firestone, okay. So. Regeneration the healing I take to fully restore the party and nutrition it. Die beiden muss ich kombinieren. Okay, danke schön. Wird das mir jetzt auch angezeigt zufällig? Ich habe gerade den Easy Mode aktiviert. Ich habe definitiv gerade den Easy Mode aktiviert. Wow. Das war knapp. Zyklopien-Ei, Leechfilet, Ogre Bloodwell. Mhm. Damit kann ich jeden nach und nach mit dem Headhunter Trade ausrüsten, was gar nicht mal so schlecht ist. Spellcraft plus 2. Leitmistel, das habe ich doch schon. Conjurer's Glove. Zieh mehr Energie, dafür gebe ich 5 Protection auf. Nee. Ein Poison Arrow. Und ein Ogre Hammer. Schriftrolle. Okay, Schriftrollen. Ich kann auch, aber nicht irgendwie das Zeug wieder löschen, oder? Nein. Ich würde gerne noch wissen, wie ich da drüben reinkomme. Das hat jetzt nur hier aufgemacht. Und hier ist bis auf die Schriftrollen nichts. Was mich mal gerade interessieren würde. Ach, wir haben schon ein Drittel aller Secrets. Kann die Sachen halt auch Elektro schocken und brennen, aber ich glaube nicht, dass das was bringt. Nicht wirklich. Also ja, jetzt wo ich weiß, wie ich den Spell buffen kann, brauche ich eigentlich nicht mehr so viel Essen rumschleppen.
Gut, gucken wir uns die Rollen mal an. Portion of Greater Renovation, das ist. Okay, das ist ein Nightbeat und ein Milkweed. Das ist also diese Potion hier. Die kann ich aber auch machen, indem ich einfach die hier buffe. Das ist klar soweit. Dann habe ich hier Potion of Visibility. Dewdrop Root may be used to substitute. The Potion will... Also, wenn ich noch Dewdrop hinzufüge, habe ich das hier. Dewdrop, genau, dann wird daraus eine andere Art von Potion. Slime Ball. Grim Cap. Oh, hier kommen mal die Grim Caps zum Einsatz. So eine Cave Nettle. Gut, was habe ich hier? Panacea Potion. Hatte ich nicht eine Panacea? Achso, ja, das war die hier. Ah ja, wenn ich Bloodweed oder ein Gaia Bell, also Ball hinzufüge, dann wirkt sich das auch noch auf alle aus. Wenn ich nur ein Slime Bell, ein Tarbreed und ein Milkweed nehme, dann ist es nur für eine Person. Erweiterte Herbologie. Also erweiterte Kräuterkunde. Große Watcher. Wir haben einige nützliche Entdeckungen gemacht. Im Betreff darauf, wie die Amadatiens ihre Kräuter in ihre Tränke gemixt haben. Es scheint so, als ob Nightbeat dieselben Eigenschaften hat wie Tarbeat und Bloodwort Blossoms zusammen und kann benutzt werden, um beide Kräuter zu ersetzen. Bloodweed kann als eine eher potente Form von Tarbeet benutzt werden und kann Tarbeet und Milkweed in einer Potion ersetzen. Willowthorn ist in der Lage, Milkweed und Grimcap zusammen zu ersetzen. Ich hoffe, dies gibt neue Möglichkeiten für unsere Trankproduktion. Das heißt, ich könnte statt Tarbeet und Milkweed, ja genau, könnte ich Bloodweed nehmen. Was habe ich denn so eigentlich alles hier? Hier. Bloodweed, Willowthorn, Nightbeat und Dewdrop. Du bist immer noch überladen. Habe ich nicht sogar hier noch einen Sack? Wo ich die Sachen reintun könnte. Ich weiß, ich hatte hier noch einen Sack rumliegen. Der stand ja hier drin. Ach, da ist er, ja. Ein Messer. Da bin ich mal gespannt, was das macht. Ich esse es einfach mal. Habe ich jetzt Tough gekriegt, den ich sowieso schon hatte, oder wie? Nein, Tough hatte ich nicht. Tough hat keiner. Ich habe Healthy genommen. Okay, kriegst du Tough. Nein, das soll ich irgendjemand anderem geben. Weil unser Weitläufer hat schon so viele Lebenspunkte. Dass es crazy ist.
Wer hatten die wenigsten Trades? Du eigentlich oder du? Du hast aber die wenigste Gesundheit, muss ich sagen. Hast dafür aber mehr Mana. Na komm, kriegst du den Tough Trade noch. So, was haben wir noch hier drin? Ein Skull, der aussortiert werden kann. Ein Leech-Filet.